wir sind zurück zum Viertelfinale im ESL ThinkFast Razor, in der ESL ThinkFast Razor League. Qualifiers 1. Wie gesagt, Viertelfinale zwischen Tiny Team oder Tiny Tim und Team Sojasauce. Oder Team Soy Sauce. Ja, finally. Okay, Viertelfinale, wir können mal über das Format des Tournaments reden. Wir haben 4 Qualifiers zu Beginn, die es in Single Elimination zu gewinnen gibt. Und je besser der Platz des Teams ist, desto mehr Punkte bekommt man. Und je nachdem, wer die meisten Punkte hat, kommt es dann in die Gruppenstages und dann in die Playoffs. In den Playoffs ist dann, also in der Gruppenstage sind, glaube ich, dann nur noch 18 oder 20 vorhanden und in den Playoffs dann nur noch 8. Und dann am Ende gibt es dann gesponserte Razer-Dinge zu gewinnen. Gut, Viertelfinale. Hier geht es um die Chance auf 20, beziehungsweise für, also um 40 Punkte zu machen. Für den Gewinner sind für 40 Punkte möglich. Der Verlierer kriegt immerhin 20 raus. So, Tiny Tim startet mit Terrorblade. Das ist sehr interessant, weil ich in dieser Liga noch kein Terrorblade gesehen habe. Ist bisher immer gebannt worden oder ignoriert worden. Finally, Tiny Tim spielen den. Bin ich sehr gespannt drauf. Besonders auch, wie Team Sojasauce dagegen vorgehen will. Zum einen mit einem Skywrath Mage, bisschen Burst und Silence. Läuft ganz gut dagegen. Und zum anderen... Mal schauen. Das war mit einem Jakiro. Das, okay. Kann man machen. Nee, Jakiro könnte durchaus eine gute Wahl werden. Gott, das sieht schlimm aus. Nee. So, hier. 200 Umbruch, zentriert. Nope. Ja. Mal gespannt, was da noch zum Terrorblade kommt. Ob das vielleicht ein Dazzle ist oder sowas. Könnte ja durchaus benutzt werden. Und eine Ancient Apparition, okay. Terrorblade Ancient Apparition kann... okay, keine Ahnung. Also könnte durchaus wegen Eisblast das Terrorblade vielleicht alleine Leute töten kann. Oder einfach, dass sie eben... Aggressive Trident oder sowas. Auf jeden Fall eine starke Trident zusammen mit noch jemand anderem zusammen haben. Auch schön von Tiny Tim erstmal Spectre rausbannen. Wahrscheinlich vielleicht auch so noch einen Naga. Einfach so, okay. Wir holen den harten Carry und bannen einfach alle anderen harten Carries raus, die es gibt. Und natürlich Void und Brewmaster raus, damit im Midgame nichts passiert. Ja, Jakiro, ich weiß es nicht, ob das ein bisschen auf Push ist oder ob das einfach auf starker Landing-Support ist. Oder ob sie da irgendwas mit Teamfight anfangen wollen. Ist ein bisschen was möglich. Aber mal schauen, ob sie einfach so, also... Wir sind, glaube ich, so weit, dass Teams nicht einfach mal so mehr irgendwie einen Jakiro oder so aufpicken. Wenn sie auf jeden Fall was gedacht haben. Ein Quop
Ban, okay. Das ist auch interessant. Ja, wahrscheinlich haben sie einfach nur gesagt, okay, sie bannen den Park, ja, wir bannen die Quap, weil wir haben nichts anderes zu tun. Und das ist witzig, weil das so das 1v1-Duo ist. Aber lassen sich trotzdem sehr, sehr viel Zeit. Sehr, sehr viel Zeit. Und bannen tatsächlich den Pugna als letztes noch. Könnte vielleicht ganz gut funktionieren, einfach mit. Also ich weiß nicht. Ich sehe den Pugna immer noch als hinten stehender und du könntest ihm deinem Carry Leben einflößen. Allerdings tut das irgendwie noch niemand. Was ich sehr schade finde. Wahrscheinlich einfach nur, weil es nicht funktioniert. Aber. Timbersaw. Gegen Terrorblade Illusions doch nicht zu verachten. Guten AOE-Damage im Umkreis. Ist jetzt natürlich kein Stärke-Carry, aber immerhin. Hat halt auch diesen Burst, den sie brauchen. Und ein bisschen Wave-Clearing. Tiny Tim. Was ich halt gehört habe, was gut wäre, wäre Dazzle. Zusammen mit Terrorblade. Ergibt Sinn. 5 Grave hast du halt mehr Zeit, dann doch noch einen Thunder zu machen. Aber sie gehen mit Batrider. Also doch Fernkampf Legion Commander. Bisher, ja, Timbersaw bietet sich natürlich an. Aber bisher noch nicht. Das verhindert vielleicht zumindest, dass sie so einen großen Carry nehmen. Wieso waren das wie eine Luna? Die dann halt ziemlich schnell vom Batrider geentführt wird. Könnte durchaus der Sinn sein. Andererseits, Batrider ist einfach ein verdammt guter Hero. Kann gut alleine umgehen. Kriegt seinen Farm. Und ist damit halt auch zum Split-Pushen gut. Und synergiert wahrscheinlich deshalb auch ganz gut mit Terrorblade. Abgesehen davon, dass sie einen sehr langen Stun hat. Wo Terrorblade dann sein Damage fahren kann. Ember Spirit, weißt du so. Ist so ein Held, den man sehr gerne mal lassen kann und lassen will. Und dass ein Invoker einfach so gepickt wird. Lange nicht gesehen. Also wir haben letztens ein Spiel gesehen, aber so richtig sinnvoll gesehen war das dann nicht. Bin ich gespannt. Klar, Lasso Sunstrike. Aber sonst erstmal relativ wenig. Vielleicht einfach nur für Teamfight zu haben. Ember, Timber und Jakiro haben durchaus Potenzial da. Wird es ein paar Teamfights geben. Vielleicht kommt hier sowas wie sogar wie ein Tidehunter, der noch im Pool ist. Und jedoch ziemlich gut sein könnte. Besonders weil sie noch. Ja, sie brauchen keine Offlane mehr, stimmt. Timber so. Brauchen noch einen Carry. Also neben Ember dem Carry. Ein Carry, der mit dem Terrorblade im Late Game mithalten kann. Okay, Ember Spirit kann mit dem Terrorblade mithalten. Klar. Magnus Ban, okay. Scarlet Mage, Shakiro könnte natürlich aggressiv gehen. Mit Timbersaw? Nee. Mit Ember vielleicht? Naja, eigentlich auch nicht. Ja, ich denke einfach, da kommt noch so ein guter Laner. Vielleicht sogar eine Luna. Die durchaus gegen die Illus cool sein könnte. Aber wer weiß. Also haben wir noch 45 Sekunden Zeit. Ja, Morphling, Naga, Luna. Da sind noch ein paar im Pool. Müssen auf jeden Fall irgendwas picken, was im Late Game jetzt ist. Ember ist schon cool, aber gegen Terrorblade alleine muss es wahrscheinlich zu late sein. Außerdem ist Terrorblade ein bisschen früher online als Embers Build. So richtig online. 20 Sekunden noch, bin mal gespannt, was sie da picken. Ob sie ein bisschen Chinese Dodo machen oder ob das doch hier in das Meta passt, was zur Zeit hier ist. Und Klings ist das. Ui.
Burst für den Terrorblade. Dadurch, dass relativ wenig Lockdown vorhanden ist, erstmal, könnte das ziemlich gut funktionieren. Ist sehr squishy. Und das hat eher das Problem, ist, dass der Batrider ihn vielleicht dann mal solo töten kann. Scarlet Mage und Jakiro sind jetzt nicht die optimalen Rotierer. Daher kann Tiny Tim daher schon okay sein. Und vielleicht gehen sie dann mit irgendwas Greedyes, was halt noch ein bisschen mehr farmt. Klings Ember ist schon einiges in Damage. Und Earthshaker kommt mir noch zu. Ich mag Earthshaker. Earthshaker ist cool. Okay, Earthshaker damit. Auf jeden Fall diesen Teamfight-Potenzial, wenn alle geklatscht stehen, einfach mal reinzuhauen. Außerdem haben ja Timbersaw und Ember's Bild zugegebenermaßen kommen halt von der Fischer weg. Der Rest kann halt zumindest da sehr gut geblockt werden. Und ja, beide Teams müssen noch picken. Komm schon. So, und Pause. Na gut. Haben sie doch einen Grund, warum es so lange gedauert hat. Okay, die Lanes dürften ja relativ klar eigentlich sein. Wir haben Jakiro von Daddy I Love You, Daddy Love You, Daddy, God, anyway, zusammen mit ihm, mit dem Scarlet Mage auf die Lane mit AA, auf AAA, gespielt von der den Klinks spielt. Ember Spirit geht in die Mitte und Lockdown auf dem Timbersaw wird auf die Top Lane gehen. Auf der Seite von TT haben wir Le Best. Ancient Apparition ist vielleicht ein Biest, ja. Le Best auf der Ancient Apparition, die das Ganze supporten wird, zusammen mit dem Earthshaker von Mrot. Auch ein passender Name für so einen Earthshaker. Also Mrot. Okay, ja. Auf dem Earthshaker supported. Clays wird auf dem Batrider die Offlane machen. Nanika dient Terrorblade auf die Safelane stößen. Und zuletzt Garter mit dem Invoke in die Mitte gehen. Terror. Ja, der Terrorblade ist 3 bis 4 Minuten, na gut. Ein bisschen wie, Ahnung, wie heißt er? Naja, Dr. Manhattan, so vom Gesichtsausdruck her und auch generell. Aber das war auch relativ klar von Beginn an. Ui. So, auf der Radiant-Seite. Ja. Ember. Hat auch ein sehr chinesisch anmutendes Set. Crimson Guard of Prosperity. Flames of Prosperity komplett. Nice, nice, nice. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Dann, ja. Haben wir noch ein paar Minuten? In der Zeit würde ich wohl nichts mehr sagen können, als ich im Draft gesagt habe. Die Landing Stage haben wir Jakiro, Skywrath Mage und Klings. Gegen den Batrider, der einiges an Damage bekommen wird und wahrscheinlich ein bisschen, also sehr viel Regen einpacken sollte. Denn beide Supports sind dafür bekannt, doch durchaus gut viel Harris auszupacken. Timbersaw gegen Earthshaker AA sollte okay sein. Also es kommt halt darauf an, ob die Fischer, also ob sie halt dann hier hingesetzt wird. Dann kann da durchaus ein Block kommen, eben wenn Timbersaw mit der Timber Chain nicht
nicht an seine eigenen Trees hier unten rankommt. Ansonsten sollte er relativ okay sein. Ja, Bad Trader, wie gesagt. In der Middle Lane ist ja Ember gegen Invoker. Ist so eine Sache. Also, ja, Invoker kann. Ember kann Last hitten. Kann auch ganz gut in die Lane gehen. Und kann auch an Invoker durchaus zonen. Wahrscheinlich ist es da entscheidend, wer am Anfang halt den Vorteil bekommt. Einfach dadurch, dass Invoker halt mehr Damage raushaut und nicht so weit kommt, dass er keine Regen mehr hat und gegen den Ember mit dem Flame Guard sehr schnell rausgehalten wird. Und Searing Chains sind halt immer da als Chance, wobei man auch als Invoker aufpassen muss. Tja. All alone. Na gut, im Chat ist gerade keiner. Wenn ja, könnt ihr mir mal Hallo sagen. Aber ich glaube, jetzt geht's auch weiter. Von daher werden wir dann jetzt nicht mehr so viel Zeit haben. Nicht mehr so viel Zeit verbringen, um nichts zu sagen. Außerdem danach gibt's immer wieder das Spiel, worüber man reden kann. Und das wird ja dann bisschen interessanter werden. Schöner Kurier. Nett, nett, nett. Ja, Bad Rider Boots First und ein bisschen Regen. Earthshaker Boots First und ein bisschen Regen. Ja. Und erstmal in den Dschungel und ein bisschen gucken. Und die nächste Pause. Whee! Diesmal von der anderen Seite. Die kurze Probleme haben. Mate in the toilet. Ups. Ja, wahrscheinlich hat er gesehen, ja genau. Hat er einfach gesehen, dass er halt in der Base steht und nichts tut. Auch schon gedacht. Jetzt muss das Team warten, bis es los smoken kann. Und dann scheinen immerhin Tiny Team in Position zu sein, da wo sie stehen sollen. Die Frage ist halt, ob sie gut stehen, gut stehen, sodass sie den Smoke abwehren können. Oder die Invasion. Ah, jetzt schon ein Game of Pauses. Jetzt erstmal, glaube ich, für die nächste Zeit genug gegessen. Ja, 5 Stunden Dodo. So. Die Sojasauce kommt und findet. Oh Gott, die Enchantration ist tot. Oh, wunderschöne Fissure, aber. Sollte noch reichen. Deny ist nicht möglich, wenn da keine Creeps da sind. Bats, First Blood von Ember Spirit. Nicht so gut. Nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut dafür. Ward ist geplaced worden. Sollten sie aber gesehen haben. Dementsprechend halt einen Blocking Ward und einen Rune Ward. Aggressive Dryline von der Sojasauce. Scareth Mage, Jakiro und Klings. Das ist relativ passend. Denn, naja, Timbersaw sollte gegen Batrider okay sein. Weil ich vielleicht doch lieber Timbersaw hier hochgestellt hätte. Aber dann wäre es vielleicht zu viel. Ja doch, Timbersaw wäre durchaus hier, glaube ich, ein besser Farmer gewesen. Klings auf der Bottom Lane gegen Batrider sollte eigentlich auch okay sein. Ja, aber das Problem ist halt, also das Gute ist halt eher, dass sie halt hier jetzt hier die Supports beschäftigen, damit sie eben nicht pullen können für den Batrider und sowas. Dass er da keine Möglichkeit hat. Oh, einiges an Damage. Einiges an Damage. Oh, der letzte Hit. Und Terrorblade holt einen Kill auf Klings. Das ist bitter. Und ich glaube, sie bekommen hier sogar mehr vom Skywrath Mage. Muss allerdings der Terrorblade aufpassen. Gott, Double Kill für den Terrorblade, das war nicht so toll. Halt jetzt hier wieder hoch und Jakiro könnte eventuell. Nee. Keine Fischer da.
Sonst hätte ich gedacht, der overcommittet jetzt vielleicht ein bisschen, weil er denkt, dass er der Rebell low ist. Hatte aber in den Büschen hier schön hochgeheilt. 1 zu 2 für TT ist ein relativ guter Start. Wenn er nicht die Ancient Abrasion gestorben wäre, was aber relativ irrelevant ist. Denn, ja, es reicht erstmal gerade Chilling Touch zu machen. Schöner D-Ward auch hier. Camp ist wieder gedewardet. Und, okay, es wird gestackt. Double Pull wäre hier vielleicht in der Aggressive Style Situation nicht so dolle. Rune, Bounty Rune, mal schauen. Scarif Mage und Earthshaker. Okay, er ist sogar abgeblockt. Aber hatte da auch so keine Chance, da hinterher zu laufen, glaube ich. Na, wäre eventuell die Fische sogar unnötig gewesen. Aber noch eine Clarity ist ja vorhanden. Alles noch okay. Und erstmal die Griffith zerstören. Die Lane ist somit wieder bei den TTs. Was sehr dafür spricht. Wir haben Batrider gegen. Ups. Batrider gegen einen Timbersaw. Der Batrider tatsächlich relativ weit die Nase vorne hat. Kills und Denies sind auf ihm. Oh, die Trident versucht ein bisschen zu contesten. Oh, schöner Block. Es kommt da tatsächlich nicht raus, aber ich glaube, es ist ein bisschen spät. Wir zoomen jetzt hier durch. Oh, schöner Ward und Insta-Kill. Und mit schönen Blocken ist schon Scarif Mage auch noch ein Kill. Icebluff on target, aber zu spät. 2-0-2 auf dem Terrorblade. Terrorblade hat schon 4 Kills gesehen. Das wird schwierig, den nochmal zu stoppen. Das wird schwierig. Und hat auch Klings. 0-2. Hat nichts. Und die Trident fällt halt komplett auseinander. Ich weiß nicht, ja, Earthshaker, Ancient Aberration, Terrorblade ist durchaus eine Trident, wo man eigentlich nicht gegen. Ja, nicht wirklich gegen will. Also, Jakiro, Skywrath Mage ist auf einer Trident okay, aber glaube ich eher zum Harrison gut. Also vielleicht hätten sie einen Batrider und einer normalen Trident besser gefahren. Aber nicht sicher. Terrorblades PC crashed. Nicht so gut. Aber dafür gibt es ja Pausen. Das Mid-Line-Up, wie sieht das denn hier aus? Invoker 5, Terrorblade 5, ein paar mehr Denies auf dem Invoker. 15-9 gegen 7-1. Ach du Scheiße, okay. Ja, Nahkampf gegen Fernkampf, aber ich dachte, er ist da doch ein bisschen weiter vorne. Vielleicht ist es aber auch so, dass wer der erste Punkt in Searing Chains war, hat er ein bisschen zurückgelegen im Flameguard und das hat halt der Invoker mit dem Fortspiel ausgenutzt, um dadurch die Lanes übernehmen. Ist halt auch immer noch sehr, sehr gut. Sind nur hier halt Fortspielt und Cold Snap geskillt, was doch sehr, sehr, sehr für Lane-Dominanz sorgt. Und sogar der Ember Spirit muss so sehr seine Bottle haben, dass er hier sogar schon in der Rune warten muss. Hat nur eine Bounty gefunden. Nicht so toll, die Regen hätte mir vielleicht besser gefallen, aber naja. Mal schauen, ob Batrider da vorbeigeht, hat eine Bottle. Könnte noch losfliegen. Aber wird vielleicht. Ja, würde zu viel verfassen hier. Hat hier doch eine relativ gute Führung. Wird vielleicht, ja, wird jetzt zur Rune gehen. Okay. Aber Smoke in die Mitte. Schauen, Supports oben sind missing, aber das sehen sie nicht, weil sie pullen. Von daher perfekter Zeitpunkt für den Smoke. Aber Invoker richtig weit hinten. Und ich glaube, das wurde entweder gesehen oder er riecht es. Seven Chains sind da. Und direkt kommt die Piece. Ne, Smoke muss nicht mehr gebrochen werden, aber er hat schon gewusst, okay, hier kommt ein Gank. Super Map Awareness. Dann ist nicht mehr Smoke gebrochen, einfach nur. Okay, das sieht so aus, als würde das Z dafür ein Gank werden, was es tatsächlich auch war. Also entweder haben die Supports geschlafen oder er war halt auch einfach zu weit hinten und Ember's Bild ist dann ein bisschen gesult ausgegangen, habe ich das Gefühl. So. Ja, nächster Pull. Aber nur Single Pull diesmal. Supports sind wieder da. Batrider 22-11 gegen Timbersaw 16-2. Holt ein bisschen CS auf, aber hat schon einen relativ guten Vorsprung. Auch dadurch, weil er natürlich zur Rune gegangen ist. Kann jetzt hier ein bisschen aggressiver sein.
mit der Regen. Die aber auch bald schon zu Ende ist. Ember ist richtig low geworden. Aber kein Sunstrike. Keine Vision. Naja, so. Firefly wird hier benutzt, weil Regeneration-Rune, warum nicht? Könnte hier eventuell, ja, eventuell für ein Lasso gehen tatsächlich, aber Firefly ist fast zu Ende. Lohnt sich nicht mehr ganz. Invis-Rune für Scareth Mage, da könnten sie eventuell was machen. Aber die Wards sehen das natürlich sofort und sie sehen auch, dass der Jakiro noch weiter vorne geht. Von daher ist relativ klar, dass er dagegen kommt. Und Garter ist auch schon richtig weit zurück. Der Toplane. Ja, Terrorblade geht mal also los. Ziehen auch schon die erste Glyphe. Tja, der Tower kriegt einiges in Damage. Und mit einiges. Ach du Scheiße. Terrorblade macht so Damage, das gibt's nicht. Dieser Held ist so immer. Ja, versuchte die Knife vom Scareth Mage, aber. Oh Gott, die Rune ist zu Ende. Jetzt hat er. Ja, Fischer ist da. Die Frage ist halt, ob sie hinterherkommen. Eigentlich nicht, nein. Schöner Ice Path, der das alles abgehalten hat. Das ist gepoppt. Schön, und jetzt ein Hit, zwei Hit und poppt auf jeden Fall. Aber er kriegt noch die XP von dem Kill. Und Terrorblade hat einen weiteren Kill auf Klings. Ja, Ember Spirit ist da. Earthshaker muss jetzt. Achso, hat. Nee, okay. Man meint nicht sicher, warum man die Fische nicht gemacht hatte. Man versucht noch auszutippieren. Ja. Oh, naja. 100 Gold für eine Fischer. Daher. Naja. Ja, 3 zu 5. TT hat den ersten Tower genommen. Ist schon einiges. Und jetzt kommt eventuell sogar ein Gank unten. Allerdings, nee. Auch keine Leben mehr. Wird wohl nichts. Sie könnten versuchen, ihn zu ganken, aber. Nee. Nicht möglich. Up in die Trees. Und Timbersaw ist okay. Das Checker steckt ein bisschen hierfür. Terrorblade bekommt seinen Farm. Was kommt da für den Terrorblade geflogen? Komplettes Yasha. Nach 8 Minuten. Okay. Ja. Hat einen Tower. Hat alles. Ah, ich glaube, der Jakiro hat einige Probleme. Geht jetzt hier down. Batrider muss jetzt aufpassen, aber da ist ein böser Ember Spirit. Sunstrike. Oh, schön gemacht auf den Scareth Mage. Aber ich glaube, Invoker hat jetzt kleine Probleme. Muss jetzt hier abhauen, versucht wegzutippen und schafft es wohl auch. Ja, auch die Fischer stellt noch sicher, dass das ganze Ding klappt. Leben. Ja, 600 Leben insgesamt ist nicht so viel. Wir wünschen Sunstrike, aber das ist halt noch auf Cooldown. Ah, ne. Okay, ein bisschen. Bisschen weit vorne. Ich glaube, er wird den Klings treffen, aber der hat auch schon genug Leben. Außerdem Embers Build 280 gegen 287. Okay, Pure Damage. Pure Damage. Oh, das hätte knapp werden können. Aber naja. Bisschen auf Target, außerdem musste er sehr lange da interpolieren zwischen hier und hier. Ja, Last Hits sind sehr, sehr weit in Favor auf TT. Batrider, oh, Batrider hat doch noch seinen Blinkdagger jetzt fertig. Das ist alles gar nicht so tolle. Sentries sind auch vorhanden an den wichtigen Stellen. Für Klings. Puh. Einiges an Goldvorteil, einiges an XP-Vorteil für TT und ein Terrorblade. Oh nein, und noch den Radiance Courier geholt. Wo war denn? Oh nein, mit Frost Spirits? Das ist bitter. Das ist bitter. Ancient Aberration geht hier, glaube ich, down. TPs kommen, aber Terrorblade ist natürlich auch nicht schnell genug dafür. Immerhin Pickoffs. Pickoffs sind wichtig.
Ancient Aberration. Keine Streak, aber wichtiges Gold. Okay, Timbersaw. Versucht hier zu goen, allerdings hat er keinen Support. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Scarif Mage kommt rein. Ah, und dann dreht er natürlich um, der Sunstrike Mist. Das ist bitter. Versucht hier ein bisschen zu taunten, aber hat jetzt... Aber ja, gut. Ah, hat es nicht geschafft, den Blinkdagger zu machen. Jetzt hat er einen Blinkdagger. Und Ancient Aberration entscheidet sich, ja. All in. Ich opfere mich dafür, dass ich den Scarith Mage Kill bekomme. Hat sich auch definitiv gelohnt, hat die Erfahrung bekommen. Scarith Mage nicht. 6 zu 8 auf dem Board. Nach 11 Minuten. Die Farmen sind auch weit vorne. Earthshaker ist jetzt da. Hat auf dem zweiten Punkt einen Aftershock. Noch keinen in den Enchant-Totem. Muss er gucken. Und Towerblade tut das, was er am besten kann, nämlich Tower pushen. Zwar nicht schlecht. Scheint auch wohl nicht. Ja, versucht alles, aber ist er doch viel zu schnell mit seinem Yasha. 401 Base Movement Speed, dann nicht zu vernachlässigen. Die XP ist gerade ein bisschen hochgegangen. Warum auch immer. Hab ich mir nicht ganz, besonders weil kein Kill raus ist, ist halt so. Aber auf einmal irgendwie sinnvoll, TT. Weniger am Farmen und mehr am Zusammen rumlaufen. Und dann spielst du sowas aus. Kurier ist wieder da. Es hat immer noch kein Flying-Kurier. Obwohl. Ja, Jakiro. Das Rezept fürs Mecha gekauft, okay. Und Scarith Mage hat jetzt das Gold, aber das wurde nicht gekauft. Ember Spirit geht down nach dem Lasso, Sunstrike und Fissure. Ah, zu spät. Das hätte den Kill werden können, aber ein Ticken zu spät. Und ja. 1 zu 0 immerhin. TS sind relativ low. Zack. Und die Illo ist da und macht einiges an Damage, besonders mit dem Coldsnap zusammen. Auch noch ein Kill, weil Terrorblade ja noch nicht genug hatte. 3-0-3 jetzt. Top Farmer. Und ein Networth. Ach, immer noch hinter dem Invoker. Aber der Invoker hat halt mehr Kills. Rein. Okay, hat wohl die passenden Streaks gemacht. Und hat einen Midas natürlich. Darf man nicht vergessen. Dementsprechend doch noch ein bisschen mehr für den Invoker. Klingt's on the hunt. Beziehungsweise on the hunt for some creeps. Ist ein bisschen im Farm zurück. Will auf den Orchid gehen. Auch noch 13 Minuten mit einem Oblivion Staff. Es ist halt doch sehr wenig, was sie da machen. Terrorblade Illusion. Farmt ihm auch noch die Stacks weg. Und wirklich nichts da. Guckt jetzt den anderen Stack und ist nicht mehr rechtzeitig da, um halt wirklich das Ding nicht zu blocken. Oh man. Terrorblade hat doch schon einiges angerichtet in seinem Dschungel. Oh. Muss jetzt hier einen Vool Assassin fressen. Was ihm irgendwie kaum was gibt. Man sieht relativ, wo der Herr der Terrorblade gegangen ist. Aber nein, es hilft nichts. Sind jetzt auf der Jagd. Finden hier einen Ember Spirit. Aber Sunstrike, immerhin Klings haben sie gefunden. Ember Spirit ist jetzt, läuft im Napalm rein. Flamegard ist bald vorbei, aber... Batrider ist noch immer noch nicht tot. Bottelt hoch, versucht es. Und jetzt geht er down. Allerdings sehr, sehr lange dafür gebraucht. Erstaunlich, dass da kein Support reinkam. Klingt's denied auch noch den Tower. So, ja. Terrorblade ist da. Terrorblade ist nah. Lauft. Klings wird gefunden. Das trifft nicht ganz. Bisschen daneben. Und aber von der anderen Seite kommt jetzt noch Tiny Team. Versuchen zu turnen. Allerdings, ja, die Fischer ist da, reicht nicht. Ah, und schöner Sunstrike. Trifft nicht ganz den Klings, aber auch noch einen Jakiro. Richtig weit vorne. Die Lane pusht immerhin daher, könnten sich entscheiden mitzupushen, aber ich glaube, so wie es hier aussieht, erstmal alle zurück auf Anfang. Inspiration fängt auch schon an mit dem Aghanims.
Das ist erst das Erste. Aber ja, wer früher anfängt, ne? First Adam Arganim ist halt einer dieser Helden. Zusammen mit Witch Doctor. Der doch schnell ist. Earthshaker auf dem Weg zu seinem Blink. Noch 1000 Gold. Das dauert noch ein bisschen, aber 017 hat halt schon sehr großen Impact gehabt. Und es hat prinzipiell genau die Stats, die ein Earthshaker haben will. Einmal für den Carry gestorben und der Rest halt 7 Assists. Wo sein Carry dann die Kills gemacht hat. Nope. Hier könnte eventuell jetzt was zu finden sein. Haben wir auch die Ward. Und fast blind. Schön damit gemacht. Terrorblade kriegt ein Problem. Echo Slam auf 2. Aber ja, ist jetzt leider ein bisschen zu spät. Limperic ist noch da, aber ich weiß nicht, ob sie da noch mehr bekommen. Gehen rein, Scarlet Mage für einen Earthshaker getradet. Nicht so super, aber was soll man machen? Und ich glaube, da wollen sie jetzt nicht hochgehen. Terrorblade stirbt tatsächlich. Das war bitter, dass sie da wirklich 100 Stunden mit Makropyre drinstehen. Und im Dual Breath. Und im Ice Bath. Und da, ja, noch das Chakra wurde geworfen, ist halt wirklich alles. Ist jetzt hier sehr aggressiv, der Timbersaw, aber kann er sich ja doch erlauben. Muss er aufpassen. Blink, Lasso. Ja, nicht benötigt. Invoker ist da. Aber auch noch ein paar mehr. Ice Bath ist da, Klinks ist von hinten. Timbersaw, Buyback und TP. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt, um umzudrehen für Tiny Team. Bimblethump. Bibblethump. Bloodstone, what? Ja, Bloodstone für Timbersaw, wer hätte das gedacht, ja. Aber es ist noch ein bisschen hin, bis der Bloodstone da fertig wird. Ja, Battle Rider ist wieder mal auf der Jagd. Bounty wurde gefunden. Aber wird erstmal den Dschungel farmen. Aber auch nur den Dschungel. Earthshaker die Bottle gegeben. Der brauchte sie mehr. Mit der Bounty-Rune ist auf dem Weg halt zum Blinkdagger. Ist eben mal kurz gestorben. Aber 1500. Ist das schon auf dem besten Weg. Networth steigt weiter an. Terrorblade kommt nämlich dem Invoker hinterher. Denn beide farmen relativ gut. Aber der Invoker hat immer das. Das ist halt das, was auszählt. Gucken uns mal die Items an. Wir haben auf der Seite von der Sojasauce haben wir einen Mech of Jakiro. Timbersaw ist auf dem Weg zum Bloodstone. Hat aber schon Mana Boots. Scariath Mage hat nichts. Klinks hat tatsächlich auch nichts. Und Ember Spirit Drums. Und auf dem Weg zum Battle Fury, was allerdings noch ja, dauern wird. Erster Schritt ist getan, aber ist noch ein bisschen hin. Seite von Tiny Team, die jetzt hier Roshan machen, uncontested. Aber halt auch ohne Ward, wo sie hier definitiv sicher gegangen sind, dass keine Wards da sind. Sowohl hier als auch hier beide Wards. Und direkt ein Go, aber zu spät, nicht rechtzeitig. Keine Range gehabt. Davon. Ja, Ancient Abrition auf dem Weg zum Axe. Earthshake auf dem Weg zum Blink. Terrorblade hat Drums gekauft und jetzt einen Manta fertig, tatsächlich. Nach 19 Minuten. Einiges. Batrider, ja, Blink Forstaff, Invoker, Blink Forstaff und die Midas. Muss hier juken, aber kommt nicht weg. Zu viel, auch Ember's Build mit einer Double Damage Rune. Kam nicht weg, hatte alles auf Cooldown. Nichts zu machen. Immerhin finden sie da noch ein paar Kills. 10 zu 14 ist nicht so weit hinten. Von daher ist hier noch, ja, einiges möglich. Klar haben sie doch einen ziemlich starken Tower-Vorteil. Haben jetzt auch die Aegis, mit denen sie vielleicht was machen können. Aber Rune ist weg. Ember Spirit geht ein bisschen komisch daher.
Der Earthshaker braucht seinen Blink. Hat ihn jetzt auch. Das heißt, wir können mal ein paar schöne Fissures und Echo Slams sehen. Bin schon sehr gespannt drauf. Hauptsächlich mag ich das deshalb den Earthshaker sehr gerne. Denn es ist halt einfach nur cool, was der im Late Game auch anstellen kann. Olds jetzt auch fertig für Invoker. Sehr, sehr fett. Batrider hasst seinen Dust. Und hofft nur, dass er irgendwann revealed wird. So rein zufällig. Jetzt Firefly angemacht unter einer Sentry. Unter einer schönen Sentry Ward. Aber ja. Kommt hier hin. Kann gerade so mit dem Force Death den holen. Batz. Und downgeburstet. Allerdings jetzt alles auf Cooldown. Muss so gucken, dass da nicht ein Re-Engage kommt. Drüber nachgedacht vom Dimbassaur, aber hat nicht ganz gereicht. Auch erstmal ein Blade Mail auf dem Dimbassaur machen. Hat doch eingesehen, okay, Bloodstorm ist noch ein bisschen weit hin und irgendwie funktioniert das nicht mit dem Farm, den ich gerade habe. Also noch ein Blade Mail vorher, der auf jeden Fall hilft, wenn er so viel gefokust wird. Und auch hilft, wenn der Terrorblade auf ihn fokust, dass er dann immerhin nicht volle Leben hat. Oh, was ein schöner Blink. Genau gesehen, dass er da ankam. Ganz schnelle Triggerfinger gehabt. Um das da zu machen. Haben wir in der Sentry Ward, von daher haben auch den Klings gesehen. Und stellen sich jetzt neu zum Tower hin. Aber der Push kommt nicht. Soja-Soße sind nicht bereit dafür zu pushen. Und Terrorblade außerdem ist mal wieder da und Split pusht. Der Lycan ist halt überall. Fortification geforced. Und B. Ah. Da haben sie ja gesagt, okay, Scarlet Mage ist ja zu weit, wir können eventuell goen. Aber guckt euch den Damage an. Terrorblade ist so broken. Finden jetzt sogar noch den Klings, der vorher zum Glück einen Creep gesnackt hat. Sonst wäre der jetzt wahrscheinlich komplett tot. Aber stirbt das so noch? Klings stirbt in die Luft gejagt. Terrorblade auch, aber Aegis geht damit down. Blink ist da, Enchant Totem, Batz, perfekt passend, Echo Slam auch noch, keine Chance da rauszukommen, Jakiro stirbt auch, 3 zu 1, 3 zu 0,5 der Trade, wenn man die Aegis mitzählt. Und Chance Cyclone zu gehen. Dimbassaur kann ein bisschen Anti-Push machen, aber so viel auch wieder nicht. Und jetzt sind diese 5 Millionen Illos, die einfach richtig viel Dauer-Damage raushauen. Puh. Das ist einiges, auch mit Fortschritt und so, haben sie da gut Push. Earthshaker stellt sicher, dass da nichts passiert. For good measure, noch ein Ice Blast rein. 12 Sekunden bis zum Ember Spirit. Könnte demnächst was kommen. Und ja, holen die Milirex und verschwinden dann so schnell es geht aus der Base. Schön gelaufen für Tiny Team hier. Haben Engagement bekommen. Waren nah genug dran, um zu sehen, das können wir turnen. Und am Tower zu fighten. In dieser Engstelle war halt relativ übel dafür. Denn prinzipiell hat der Terrorblade gebaitet hier. Die Aegis ist gestorben. Alle standen hier und haben ihn beschossen und dann kam halt auch ein Invoker hier rein. Und hat das Ding relativ schnell gecleant. Aegis kann bald wieder kommen. Wäre bald sowieso vorbeigelaufen, von daher relativ egal dafür. Klings. Oh, ganz knapp. Wenn ihn da der Eisblast getroffen hätte, wäre es ein Kill. Es ist schon bitter, aber... ja, mit der Combo. Kein Entkommen. Das ist bitter. Also, ja. Ist halt Invis geworden, aber hat dann doch gesehen, okay, es ist ja gar keine Gefahr mehr. Ich kann jetzt wieder reinkommen und dann... Ja. Insta-tot. Boots of Flare wahrscheinlich bald für den Batrider, aber der sucht jetzt erstmal nach so einem Jakiro. Aber kann jetzt erstmal nicht da rein, weil der Eispath ist und holt sich dafür den Dimbassaur. Den er relativ gut down bekommt. 2 down, vielleicht kriegen sie jetzt die Range Racks. Aber noch erstmal nichts. Und nicht mehr so weit bis zum... Oh, bitte. Die Kombos laufen hier richtig gut. Was ich im letzten Spiel angezweifelt habe, dass beide Teams irgendwie keine Kombos haben, die sie exekutieren können.
Also wenn jetzt hier das Tiny Team richtig, richtig viele Sachen hat, wo sie Set, Kills mit, aufsetzen können. Invoker ist halt immer da, wo er gebraucht wird, ist richtig mobil natürlich. 412, 420 Base Movement Speed ohne Vex, was er noch anmachen kann. Und dann halt mit Oils, Blink, Force Death. Das Team ist halt auch immer da, wo man gebraucht wird. Sowohl mit Sunstrike, als auch mit dem Batrider, als auch mit der AAA. Ein sehr schönes Global Lineup. Und ermöglicht zum einen dem Terrorblade halt, dass er halt Space hat. Created sehr viel Space. Zum anderen aber auch Kills überall. Also so Kleinigkeiten, wenn der Eisblast halt mal trifft beim Farmen. Direkt kann irgendjemand hinspringen und den Kill dann halt auch holen. Relativ übel. Und der nächste Eisblast trifft und wieder die Combo und Sunstrike ist schon genug. Puh, puh, puh. Ja, es ist kein tolles Game, um Klinks zu sein. Sobald man ein bisschen revealed wird, direkt vorbei. Ja, hier kein Setup, einen Skyleth-Mage vielleicht, aber nur lieber den Jakiro, den er da eigentlich lieber haben möchte. Terrorblade Illusions. Machen die Range Racks. Oh Gott. Ja. Es ist sehr, sehr schwierig, gegen so eine Illusion-Based Hero zu machen, denn in der Hinsicht ist es halt ein Lager, nur mit mehr Damage. Und die Elo hält auch noch ein bisschen, 15 Sekunden. Das wird wohl das Scully für Terrorblade. 3000 Gold ist bald das Scully fertig. Kurier ist noch nichts. Ja, und Smoke gekauft für TSS. Die irgendwas tun müssen, die irgendwie Pickoffs finden müssen, wo nicht das ganze Team da ist, denn sie werden einfach... das sag ich jetzt noch. Das... schöner Force-Staff auch nicht nach hinten. Jetzt wäre da genau rein. Ja, mit dem Battle Fury. Gekleant. Und Ember Spirit poppt tatsächlich von dem Meteor, obwohl er so schnell es ging, da weggegangen ist. Batrider Buyback kommt direkt hier rein irgendwo. Ungleiches Battle hier. Terrorblade ist einiges in der Hinterhand. Stirbt der Rest des Ganzen auch noch. Holt sich noch ein paar Leben, auch wenn es nicht so viel war. Die hat noch einiges an Damage. Klar, ist ein Timbersaw, aber... Ja, 3:2 hier der Trade. Byte Rider hat, hat gebuybackt. Und der letzte T2 Tower fällt für die Sojasauce. Roshan ist wieder da. Ja, fällt anscheinend noch nicht ganz. Aber da kommen zumindest die Elos, die kurz einen Prozess mit dem Tower machen wollen. Und ja. Rightly so. Einiges down, außerdem, wenn Klingsy Mats nochmal zum Farmen kommt, dürfte es ihm auch schlechter gehen. Mal schauen, ob Tiny Team jetzt Roshan macht. Oder ob sie doch versuchen, ein bisschen zu forcen. Eine Land of Rex haben sie ja doch ohne Roshan bekommen. Ne, haben sie nicht. Haben sie nur wegen Roshan bekommen, wegen der Aegis. Dementsprechend könnte man schon davon ausgehen, dass hier Roshan gemacht wird. Batrider wird erstmal die Toplane pushen. Der Rest wird erstmal in den Dschungel gehen. Ancient Apparition hat auch noch Lust, seinen Agas zu bekommen. Dauert noch ein bisschen. Skadi jetzt fertig auf Terrorblade. Wahrscheinlich danach. Ja. Keine Ahnung. Irgendwas hatte ich eben im Kopf, aber. Ja. Invis geworden und gut ist. Haben wir sogar den Dimmersaw mal wieder gefunden. Ganz böse Klings hat er gefunden, aber. Na, Jakiro lebt es doch noch ganz. Ganz knapp. Echo Slam. Und Klings. Ah, es reicht nicht ganz. Doch, mit dem Tornado reicht es tatsächlich. Obwohl er Invis war. Aber er hat noch das drauf. Und auch noch Jakiro stirbt. Triple Kill für den Invoker, der doch überall ist. Und super Positioning in dem Spiel hat. Hat auch 1000 Items dafür. Jetzt mit Erganems haut er Dinge raus und Spells raus. Ohne Ende. Das sollte die zweite Lane of Rex gewesen sein.
Und ja, Terrorblade sagt schon, lass uns mal die nächste Lane auf Next machen und GG, well played, von der Sojasauce. Okay, kann man nicht verübeln. Schön gespielt von beiden Seiten, definitiv, aber Terrorblade 2 OP und Invoker, ja, doch MVP eigentlich des Spiels. Das konkludiert das Viertelfinale der ESL Fast Think Razor League. Ersten Qualifier. Ich bin jetzt Sisters und Dota und es geht noch weiter. Halbfinale, Finale kommen noch. Von daher stay tuned. Auf Wiedersehen.